Hi Leute, herzlich willkommen zu Prüfungsvorbereitung Metall. Vielen Dank, dass ihr den Kanal abonniert und die Videos liked. Das motiviert mich einfach noch mehr Videos für euch zu machen. Es haben viele in den Kommentaren geschrieben, dass sie bald Prüfung haben. Und so dachte ich mir, mache ich euch jetzt mal 5 Tipps für eure Prüfungsvorbereitung. Wenn euch dieser Kanal hilft, dann lasst doch bitte ein Abo da und ein Like, das würde mich sehr freuen. Und so wollen wir gerade mal anfangen. Ich habe meine Ausbildung verkürzt und zwar von 3,5 Jahre auf 3 Jahre. Das würde ich auch jedem empfehlen, wenn es für euch möglich ist. Und zwar hatte ich immer sehr gute Noten in der Schule. Das war so eins der wichtigsten Argumente, die ich immer vorbringen konnte. Und meine Firma wollte mich erst darin nicht unterstützen, weil sie mich sonst ein halbes Jahr früher halt voll bezahlen müssten als voller Geselle. Viele Firmen machen es nicht mit, eben weil ein Azubi sehr günstig ist und wenn ein halbes Jahr früher aufhört, wird auf einmal sehr teuer. Wenn ihr die Chance habt, dann lasst euch da nicht unterkriegen von der Firma. Versucht einfach alles, das auch wirklich durchzusetzen. Kann ich nur jedem empfehlen. Und zwar habe ich so gelernt für meine Prüfung und zwar ist auch im Studium, habe ich noch ein, zwei Tipps für euch, die ich jetzt im Studium gelernt habe. Wir würden jetzt mit dem ersten Tipp anfangen und zwar ist es so, dass schreibe alle Themen auf und alle Schwerpunkte. Und zwar ist es so, dass es wirklich sehr demotivierend sein kann, wenn man jetzt an die Prüfungen denkt, an den ganzen Stoff denkt, den man lernen muss. Oftmals ist es gar nicht so viel, wie man denkt. Doch das erdrückt wirklich einen. Und was ich empfehlen kann als ersten Tipp, ist einfach nur, dass man alle Themen mal auf ein Stück Papier schreibt oder eine Excel auflistet, weil so hat man einen viel besseren Überblick und kann wirklich viel besser die einzelnen Themen planen. Und das ist auch so, dass man dann die einzelnen Schwerpunkte in Unterthemen aufteilen kann, dass es einem sogar noch leichter fällt. Und so kann man auch die Themen auf die Tage aufteilen. Und je nachdem, was man lernen möchte, fällt es auch einem immer einfacher, weil man hat diese ganze Mahlzeit, die man hat, immer einen kleinen Happen. Und so ist man auch motivierter, um für die Prüfungen zu lernen. Und zwar könnte es so aussehen, ich habe es mal hier ziemlich simpel gemacht. Ich hätte das erste Thema hier Berechnen der Schnittkraft, die Hauptnutzungszeit beim Schleifen, Hauptnutzungszeit beim Drehen und Berechnen der theoretischen Rautiefe. Dann hätte ich noch hier die CNC-Programmierung beim Drehen. Und zwar, was sollte ich lernen? Den Schrubzyklus sollte ich lernen. Dann vielleicht den Schlichtzyklus mit der Nullpunktverschiebung, was auch sehr oft drankommt. Und dann vielleicht noch den Gewindezyklus. Das könnte so aussehen. Und je nachdem, wie gut ihr den Stoff verstanden habt, zum Beispiel, wenn ihr das gelernt habt, berechnende Schnittkraft, könnt ihr es immer durchstreichen, was immer ein sehr gutes Gefühl ist. Falls ihr das Thema noch nicht ganz verstanden, könnt ihr einen Haken drumherum machen, einen Kreis, sodass ihr sehen könnt, okay, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und falls ihr das Thema gar nicht verstanden habt, vielleicht dahinter ein X, das ihr euch nochmal anschauen könnt. Und so könnt ihr wirklich alle Themen richtig gut lernen und auch richtig gut verstehen. Aber dieses Durchstreichen fühlt sich auch immer sehr gut an, weil man weiß, man hat was gemacht, man hat was gelernt. Darum nehmt wirklich diesen großen Berg und unterteilt ihn in einzelne Etappen. Als zweiten Punkt habe ich, versuche die Aufgaben ohne Lösungen zu lösen. Das ist mir auch wirklich sehr schwer gefallen bei meiner Mathe 2 Prüfung. Und zwar haben wir im Studium Mathe 1 und Mathe 2. Bei Mathe 2 war es wirklich so, da bin ich bei den Aufgaben einfach nicht weitergekommen und habe mir gesagt, hey, ich gucke mal den Lösungen nach. Jedoch ist immer so, wenn man den Lösungen nachsieht, ist es so wie Schummeln, würde ich sagen, weil man sollte wirklich alles versuchen, die Aufgaben zu lösen. Einfach rumrechnen, versuchen es zu lösen und wirklich nur im allerletzten Fall die Lösung anschauen. Aber das verstehe ich sehr oft, dass es anders nicht geht. Wenn ihr die Lösung anschaut, dann versucht einfach nochmal die Aufgabe wegzulegen und dann nochmal die Aufgabe nochmal nach 2, 3 anderen Aufgaben zu lösen, sodass ihr nicht die Lösung im Kopf habt, aber nochmal den Lösungsweg nachvollziehen könnt und nochmal den Lösungsweg anschauen könnt. Als dritten Tipp habe ich, wiederhole dieselben Aufgaben, genau, und zwar ist es wieder so, dass zum Beispiel bei der Schnittkraft berechnen, beim CNC-Programmieren, ist oftmals so, dass der Lösungsweg derselbe ist, nur dass in der Aufgabe andere Zahlen verwendet werden. Auch wenn du die Lösung schon kennst, würde ich dir empfehlen, die Aufgaben nicht hintereinander zu machen, jedoch vielleicht am selben Tag nochmal durchzugehen, sodass du den Lösungsweg verstehst und du kannst auch die Zahlen ändern oder die Werkstoffe. Zum Beispiel, wenn du eine Aufgabe hast mit einem anderen Werkstoff, dann kannst du die anders lösen vielleicht. Zum Beispiel beim Masse berechnen, dann könntest du den Werkstoff ändern, dass du keinen Stahl hast oder Aluminium zum Beispiel, dann wären das komplett andere Aufgaben. Oder du könntest auch die Zahlen ändern, sodass du zum Beispiel nicht eine Schnittgeschwindigkeit hast von 200 Meter die Minute, sondern nur von 170. Das wäre eigentlich ein sehr gutes Beispiel, denn oftmals hat man nicht sehr viele Prüfungen gegeben. Zum Beispiel, als ich für meine Prüfung gelernt habe, hatte ich vielleicht 4 oder 5 Altklausuren, also alte Prüfungen, mit denen ich lernen konnte. Und so war es einfach hilfreich, dass ich dann nochmal die Wege nachvollziehen konnte und eine Beispielaufgabe hatte. Und auf dem Kanal habe ich auch wirklich sehr viele Prüfungsaufgaben gelöst. Und ihr könnt die Prüfungsaufgaben abschreiben und dann vielleicht nochmal die Zahlenwerte ändern. Und auf jeden Fall folgen noch weitere Prüfungsaufgaben. Genau, und zwar habe ich als vierten Punkt, ein Aspekt, der mir wirklich immer sehr gut geholfen hat, ist das
Lese die Aufgaben nochmal vor dem Schlafengehen. Und zwar die gelernten Aspekte werden während des Schlafens nochmal verarbeitet. Und zwar ist es so, dass wenn du dir etwas vom Schlafengehen anschaust, wenn du es dir nochmal durchliest, dann ist es so, dass dein Körper einfach nochmal die ganzen Daten verarbeitet. Und wenn du es dann nochmal am nächsten Morgen durchliest, dass es dir zum Beispiel leichter fällt. Klar, man braucht für alles Übungen. Auch die Aufgaben sind immer Übungen. Es ist ein Prozess, den man durchgehen muss. Im Endeffekt ist es so, es schadet nicht, wenn man nochmal den Theorieteil oder die Aufgabe nochmal vor dem Schlafengehen durchliest. Einfach, dass es dann nochmal verarbeitet wird während der Nacht. Und als letzten, du musst nicht alle Aufgaben in der Prüfung machen. Und zwar gibt es die Pareto-Regel, es wäre die 80-20-Regel oder auch die 20-80-Regel. 80% der Aufgaben sind für einen machbar und 20% der Aufgaben brauchen mehr Zeit und mehr Anstrengungen. Auch ist es so, dass du zum Beispiel 80% der Probleme mit 20% der Aufwendungen lösen kannst. Du kannst 80% der Aufgaben mit 20% deiner Zeit lösen, was dir auch ziemlich einfach fällt. Und was ich immer empfehle, ist, dass es gibt Sachen, die fallen einem wirklich sehr leicht. Zum Beispiel der eine mag es eher, Sachen auswendig zu lernen, der andere ist besser im Rechnen. Und je nachdem, worin deine Stärken liegen, würde ich meinen Fokus auf diese Aufgaben setzen. Ich meine, du musst keine 1,0 in der Prüfung schreiben. Ich hatte in der Prüfung auch eine 2, also es war vollkommen okay. Weil ich ja vorgezogen habe, hatte ich auch nicht sehr viel Zeit zum Lernen, sondern hatte ich weniger Zeit und es war ja sogar ein halbes Jahr weniger. Für einen fällt das Programmieren sehr leicht, für den anderen fällt das Auswendiglernen sehr leicht. Und je nachdem, wo deine Stärken liegen, würde ich mich auf diese Aufgaben konzentrieren. Ich hatte auch jemanden, dem ich Nachhilfe gegeben habe und der hat sich auch immer wirklich auf diese schweren Sachen fokussiert und konzentriert, wo ich ihm gesagt habe, du hast noch eine Woche Zeit zum Lernen und es bringt dir doch nichts, wenn du jetzt deine ganze Zeit auf diese schweren Aufgaben löst, wo du in der Prüfung auch nicht zu 100% lösen kannst. Macht es doch mehr Sinn, wenn du deine Zeit, deinen Fokus auf die bisschen leichteren Aufgaben setzt, wo du dann mehr Aufwendung hast, wo du halt 80% lösen kannst und das auch richtig und sehr gut, wo du dann auch sehr gute Punkte holen kannst. Und darum würde ich euch immer empfehlen, ist, dass ihr müsst keine 1 schreiben, ihr müsst nicht der Beste sein in der Klasse, ihr müsst einfach nur eine gute Note schreiben. Eine 2, eine 3 sind wirklich sehr gute Noten in der Klausur. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch da auch keinen Stress macht. Und als letzten Tipp, was mir auch immer geholfen hat, war, dass ich einen Abend vorher habe ich mich nicht gestresst. Zum Beispiel, ich habe mich nicht tot gelernt, mehr oder weniger, dass ich gesagt habe, ich lerne bis Mitternacht, ich lerne bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens, habe die Prüfung am nächsten Tag. Sondern was ich oft gemacht habe, ich bin davor ins Fitness gegangen, also einen Abend davor, vor der Prüfung. Ich bin ins Schwimmbad gegangen, ich bin in die Therme gegangen, ich bin in die Sauna gegangen. Also etwas, was mich wirklich sehr entspannt hat, wo ich einfach nur ein... Und am nächsten Morgen habe ich dann immer die Aufgaben durchgelesen. Das bedeutet, ich bin vielleicht eine Stunde vor der Prüfung aufgestanden, 2 Stunden. Wenn die Prüfung um 8 war, bin ich um 6 aufgestanden und habe dann einfach nochmal eine Stunde gelernt, alles nochmal durchgelesen, um wirklich in diesen Flow reinzukommen, um... nochmal die ganzen Sachen zu verstehen. Dann habe ich mir einen Kaffee geholt, bin zur Prüfung gegangen und habe die Prüfung geschrieben. Also würde ich da wirklich empfehlen, macht euch nicht verrückt, entspannt euch und dann werdet ihr auf jeden Fall gute Noten schreiben. Ich meine, ihr geht nicht unvorbereitet in die Prüfung rein, ihr habt wirklich viel gelernt und dann wäre es wirklich schade, wenn ihr wegen dieser ganzen Nervosität ein Blackout bekommt und wirklich alles vergisst. Darum die wichtigste Regel ist auch, seid entspannt, geht da entspannt rein und dann wird schon alles klappen. Ich wünsche allen, die bald Prüfung haben, viel Erfolg, viel Spaß beim Lernen. Und wenn ihr Fragen habt, ich versuche wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Lasst einen Kommentar da, ich würde mich sehr auch darüber freuen. Und wenn euch die Videos helfen, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Lernen. Ciao.